Ja, willkommen zu unserem neuesten Video. Heute haben wir mal wieder die schöne Steckdose von TP-Link uns vorgenommen. Und zwar haben wir die ja bei dem letzten Video mit dem Google Home verbunden, mit dem Google Home Mini. Diesmal wollen wir die natürlich mit unserer lieben Alexa verbinden. Denn Alexa ist uns ja schon stinkig, weil wir die so vernachlässigen und uns jetzt nur noch um Google Home Mini kümmern. Deswegen haben wir gesagt, dann wollen wir die einfach mal mit Alexa verbinden und wir gucken auch mal, ob ein Parallelbetrieb funktioniert. Ich denke, das sollte aber funktionieren. Alles Weitere seht ihr dann gleich in meinem Video. So. Als erstes haben wir natürlich die Aufgabe, im Grunde genommen die beiden Geräte bekannt zu machen. Und wie wir ja wissen, geht das hervorragend über den Skill Store von Amazon. Dazu gehen wir einfach in die App, in die Alexa-App und suchen uns den passenden Skill raus. Gucken wir mal, TP-Link Gaza wird das schon vorgegeben. TP-Link hat ja unter dem Oberbegriff Casa im Grunde genommen ihre ganzen Smart-Home-Geräte alle untergegliedert und hier finden wir auch einen entsprechenden passenden Skill dafür. Wie bei den anderen Skills ist hier auch nur einfach eine Verknüpfung oder Aktivierung notwendig, um dann letztendlich die Geräte hoffentlich hier in der App entsprechend zu finden. Ich mache das mal, dazu klicken wir auf Aktivieren. Jetzt werden wir weitergeleitet, müssen die Benutzerdaten eingeben und können jetzt dann die App autorisieren. So, Alexa wurde erfolgreich mit TP-Link Casa verknüpft. Fertig. Jetzt fordert er uns auf, wie bei anderen Smart Home Geräten auch, erstmal die Geräteerkennung zu starten. Und das machen wir natürlich. So, solange Alexa noch sucht nach neuen Smart Home Geräten, werden wir jetzt mal testen, ob sie noch mit Google verbunden ist. Okay, Google, schalte die TP-Dose an. Sicher, das Gerät TP-Dose wird eingeschaltet. Ja, hat auch hörbar geklickt hier, also von daher klappt das noch wunderbar. Okay, Google, schalte die TP-Dose aus. Na klar, das Gerät TP-Dose wird ausgeschaltet. Was mir hier jetzt auffällt, ist, die Reaktionszeit ist enorm, also im Prinzip wird hier erst die Aktion ausgeführt und dann die Bestätigung gesagt. Also schon gar nicht so schlecht. Da bin ich gar nicht so sicher, ob das bei Alexa auch so schnell funktioniert. Habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Aber deswegen sind wir ja jetzt hier. Machen wir mal ein schönes Video. Alexa sucht noch. Also sehen wir uns gleich wieder. So, nach gefühlt einer Minute hat dann tatsächlich Amazon auch die Dose gefunden. Guck mal, sie ist jetzt hier in der Liste. Da ist sie. TP-Dose, so haben wir sie ja genannt. Die kann ich jetzt hier ansteuern. Jetzt sagt er, warte auf TP-Link. Und jetzt gucken wir mal. Er sagt, die Steckdose ist aus. Können wir das bestätigen? Ich denke schon. Jetzt werde ich sie mal manuell starten. Ja, klappt wunderbar. Also von daher bin ich mal gespannt, was unsere Dame jetzt dazu sagt. Alexa, schalte die TP-Dose aus. Okay. Also jetzt hier im direkten Vergleich, die Reaktionszeit ist gleich. Also ich hatte gedacht, Alexa wäre ein bisschen langsamer, aber hier in dem Fall ist sie tatsächlich gleich. Müssen wir einfach mal schauen, bevor sie mir jetzt hier wieder dazwischen quatscht. Da bin ich mir leider nicht sicher. Quatscht natürlich immer dazwischen. Verstehe ich auch, weil sie ist ja wirklich eifersüchtig auf unseren kleinen Mini. Ne? Kann ich ja auch verstehen, dass man da eifersüchtig ist. Aber das klappt. Jetzt müssen wir natürlich probieren, ob die auch parallel klappen. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt den ausgestöpselt. Den müssen wir eben einstöpseln. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir es mal probieren. Okay, Google, schalte die TP-Dose an. Okay, das Gerät TP-Dose wird eingeschaltet. Alexa, schalte die TP-Dose aus. Okay.
Ja, das finde ich dann doch schon sehr schön eigentlich, dass die durchaus zusammenarbeiten können. Also von daher, ich weiß gar nicht, warum die sich hier dann dauernd anzicken. Ne? Also die Zusammenarbeit klappt auch hervorragend. Was macht ihr denn da, Mädels? Ne? Vertragt euch doch. Ihr könnt da hier auf der gleichen Basis rumeiern. Also von daher nicht schlecht. Wenn ihr grundsätzlich sehen wollt, wie ihr die Steckdose einrichtet, um die überhaupt verfügbar zu machen für Google Home oder für Amazon Echo, dann könnt ihr euch gerne das erste Video hier angucken. Ich mache euch hier eine Infobox. Dann braucht ihr nur reinklickern. Und ansonsten würde ich sagen, absolut genial. Also kann man gut mitarbeiten. Also hier nochmal ein Dank an TP-Link, die uns hier leihweise die Steckdose zur Verfügung gestellt haben. Für mich absolut, unabhängig davon, dass ich sie geliehen bekommen habe, eine Empfehlung. Sie ist eine Dose im mittleren bis gehobenen Preissegment. Da kann man natürlich überlegen, ob jetzt letztendlich hier das Geld das wert ist. Grundsätzlich darf man aber auch nicht vergessen, dass so Hersteller wie TP-Link auch sehr viel in Forschung investieren und damit natürlich, da muss alles bezahlt werden. Und die günstigen Nachbauten, die ihr so im Internet findet, die haben es natürlich einfacher, die bauen einfach das Ding nach. Also von daher kann man sich immer streiten, möchte ich eine Marke haben oder nicht. Also hier aus meiner Sicht steht dem nichts im Wege. Funktion ist gut, sehr solide gebaut. Funktioniert hervorragend jetzt hier auch in dieser Konstellation. Also von daher ganz klar aus meiner Sicht eine Kaufempfehlung. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Das nicht vergessen. Und vor allen Dingen unseren Kanal abonnieren. Dann bleibt ihr immer schön am Laufenden. Bitte seid so gut. Kanalabo ist immer sehr wichtig für uns. Und ja, sonst würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.